Hallo und herzlich willkommen zur wirklich letzten Folge Stonehearth, zumindest in diesem aktuellen Stand, wie es jetzt ist. Man sieht, ich habe es ein bisschen laufen lassen, damit die KI hier wenigstens die Sachen wegräumt. Ich habe ja auch die Felder entfernt. Das Lager ist mittlerweile fertig, auch wenn einige der Items sich irgendwie immer noch nicht platzieren ließen. Aber ich habe so ein bisschen die stille Hoffnung, dass ab und an mal die KI nochmal so einen Lichtblick bekommt wie jetzt und wenigstens mal Sachen platzieren kann. Was halt ganz schön ist, ist, wenn sie hier alle friedlich zusammensitzen. Vorm Lager wie jetzt hier und in aller Ruhe wenigstens mal so zum dort herumliegen und sich nochmal aufwärmen oder jetzt wie hier jetzt so ein bisschen schlafen gehen. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut, das kriegt die KI auch trotzdem hin, egal wie sehr sie hängt. Das klappt in der Regel wirklich gut. Was nur so ein bisschen weniger gut klappt, ist das Platzieren von Items. Man sieht jetzt hier, da müssten eigentlich Zäune hin, die werden irgendwie nicht hingebracht. Hier sind Schilder, die müssten angebracht werden, aber irgendwie kriegt das die KI gerade nicht auf Reihe. Wir probieren es einfach nochmal. Na, wenigstens holt da einer mal nochmal ein bisschen was zu essen ab. Das mit dem Teppich haut irgendwie auch nicht so wirklich hin. Wo ist denn jetzt dieses Schild? Wir haben doch noch ein Schild, was vorne angebracht werden soll, ne? Da sind Stühle. Teppich. Ah, das müsste das Schild sein. Genau. Es kann auch mit dem Savegame zusammenhängen. Wir probieren es einfach nochmal. Wir platzieren jetzt das Schild hier nochmal neu. Vielleicht haut es ja dann hin. Aber ehrlich gesagt sieht es nicht so aus, ob sie sich jetzt hier großartig drum prügeln, da irgendwas irgendwie irgendwo anzubringen. Schade eigentlich. Wir könnten vielleicht auch probieren, vielleicht hängt die KI auch wegen solchen Sachen hier. Wegen so in der Luft schwebenden Items. Und wenn die weg sind, dann ist ja wenigstens ein bisschen weniger, was die KI irgendwie machen muss. Vielleicht funktioniert es dann, ich bin mir nicht sicher. Window Frame kann man nicht platzieren. Wall Mounted Lantern kann man auch nicht platzieren. Doch, wir könnten hier einen hin platzieren. Oh, was macht er hier? Gerade ist die KI aufgewacht anscheinend. Glaubt man's denn? Na, das ist doch schon mal super. So, wenn das jetzt noch einer hier abholt, bin ich ja fast sogar schon glücklich. Da wurden Zäune platziert, hier wird auf einmal Fell geholt. Da hängt auf einmal eine Laterne an der Wand.
Ah, es geht aufwärts. Es geht doch aufwärts. Ja, mal schauen. Vielleicht kriegen wir jetzt wenigstens die letzten Items, die hier noch rumfliegen, auch verbraucht. Das mit den Toren im Übrigen, das kann man, naja. Gelinde gesagt, vergessen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Weil diese Tore, die platziere ich mal hier hinten. Diese Tore funktionieren nicht so, wie man es erwarten würde. Sprich, während der Safe Games gehen die in der Regel kaputt. Oder oftmals kaputt. Man muss oftmals neu platzieren. Und ein weiteres Problem ist, die Einwohner können nicht durch diese Tore laufen. Was dann irgendwie den Nutzen dieser ganzen Geschichte schon wieder stark nach unten zieht. Von daher nichts wie weg mit den Dingern gut ist. So, hier wird wenigstens gegessen und hier der Bärenkorb wird auch abgeholt. Okay, dann haben wir wenigstens die Sachen vom Tisch. Und ansonsten... Da werden auch mal solche Sachen hier weggeholt. Das ist schon mal super. Dann, ich habe auch einfach die Befürchtung, dass hier einfach zu viel wird. Das war hier bei den Feldern auch so. Das Spiel hat extrem gehangen. Wenn man das dann ein bisschen laufen ließ und die Felder hier extrem übereinander lagen. Das heißt also nicht nur ein Item lag ineinander, sondern meistens 50, 60 Stück. Das war nicht mehr brauchbar, also es hat einfach nur noch gehangen. Und spätestens ab so einem Moment war dann auch der Spielspaß schon so ein bisschen dahin. Na komm, irgendeiner könnte doch mal sich erbarmen. Und da hinten was hintransportieren. Genauso hier die Fenster. Das ist ein bisschen blöd, dass da überhaupt nichts geschieht. So, wir haben da noch eine Lampe. Die könnten wir eigentlich auch mal hier unserem Weber verpassen. Der könnte da nochmal eine Lampe bekommen. Und da vielleicht auch nochmal eine. So, dass die Wooden Park Bench. Die war eigentlich für vorne gedacht. Können wir immer noch hier hin machen. Ich suche immer noch dieses eine magische Item, weswegen es einfach nicht funktionieren will. Das hat man leider hier ab und an mal, dass dann einfach irgendein blödes Item hängt. Und das Spiel einfach per se sich nicht mehr einbekommen möchte. So, da machen wir mal einen Stuhl noch hin. Es ist garantiert irgendwo nur ein einziges Item. Hier dieser Pathfinder-Prozess. Der verbraucht so viel Leistung, dass die KI eigentlich mit nichts anderem beschäftigt ist, als sich zu überlegen, wo bringe ich jetzt was hin. Nur warum? Weil die Waren hier hinten so weit auseinander liegen, kann ich mir ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen. Die Türen einkam, die sind alle ja so wie vorher. Das hat auch funktioniert. Und so viele Items. Hm.
So viele Items sind es eigentlich nicht, die platziert werden müssen. Da hat man schon deutlich mehr, was hier gemacht werden musste. Pass auf, wir probieren erstmal hier wieder eine neue Trapping-Zone. Die haben wir nämlich auch alle entfernt. So. So, und die Tore hier kümmert sich ja gerade auch irgendwie keiner. Was nehmen wir denn? Nehmen wir Korn, das wächst nicht so schnell. Dann wenigstens so Farmer was zu tun. Und guckt hier, zum Beispiel, da schlafen die Leute einfach dann hier mitten auf dem Weg, weil sie irgendwie den Weg nicht nach hier oben finden. Warum auch immer. Der Prozess ist so ausgelastet. Also Lagerplätze in Einkram kann es nicht sein. Es gibt mehr als genügend Lagerplätze, die wir ja frei haben. Mhm. Ist das jetzt dein Ernst? Oh, schön. Gleich zwei von euch. Und du da hinten, du am besten auch, ne? Naja, runterkommen tun sie anscheinend. Ich will's nicht wissen. Manchmal will ich es einfach nicht wissen. Das Merkwürdige ist halt, also wenn man weggeht, wie jetzt hier, seht ihr, dann passiert was. Dann gehen die Leute hin, holen Teppiche. Wenn man sie beobachtet, passiert nichts. Das ist so ein bisschen wie dieses Quantentheorem. Warum aber? Also gut, ich meine, auf der einen Seite kann ich es mir erklären. Und zwar ganz einfach deswegen, wenn man halt hinguckt, muss die KI hier auch Animationen berechnen, Wegfindung und Einkram, alles sauber machen. Wenn man jetzt weiter weg ist, kann auch ein schmutziger Weg gefunden werden, sprich durch Elemente durch, das ist eigentlich egal, weil der Spieler sieht es ja nicht. Und nachvollziehen wird das auch nicht hundertprozentig können. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man nicht da ist, dass dann halt im Prinzip die KI solche Sachen abkürzen kann und effektiver machen kann. Wie jetzt hier das Feld bestellen zum Beispiel. Jetzt bin ich wieder zurück und schon bewegt sich hier eine KI und holt wahrscheinlich irgendeines dieser Tore. Ja. Jetzt müssten eigentlich nur noch hier diese Tore gesetzt werden. Da geht auch schon einer hin und holt einen Zaun, aber nicht den, den ich ausgewählt habe. Seht ihr, der ist noch drin. Es hat aber irgendwie die KI gerafft, oh, ich müsste ja mal was machen. Und bringt irgendeinen Zaun weg. Könnte sogar der hier sein. Der ist nämlich schon relativ lange im Stack. Ja, die beiden habe ich ja später gesetzt. Dementsprechend arbeitet die jetzt wohl so langsam diese Befehle ab, die halt hier drinne hängen. Wenn ich jetzt irgendwie sowas hier mache, wie das umpositionieren, kommt da gleich einer angewetzt? Nee, ne? Nee, die stehen alle doof rum und
machen ehrlich gesagt gar nichts. Der Einzige, der wirklich was macht, ist unser Trapper. Na, gucken wir mal. Vielleicht können wir jetzt die Farmer bespaßen. Machen wir hier mal ein Feld rein und zwar... Oder? Nee. So.